Herr Dobrindt, heute ein Wahlparteitag für Ihre Partei, aber auch gleichzeitig ein Parteitag, wo es darauf ankommt, nochmal Geschlossenheit zu zeigen für den anstehenden Endspurt im Wahlkampf. Ein Thema, was Markus Söder heute in seiner Rede nochmal ganz deutlich angesprochen hat, war das Thema Integrationsobergrenze. Wie kann denn die aussehen und was bereitet die Union dort vor? Auch der Ampelkoalition wurde ja hier signalisiert, dass man an einem Kompromiss interessiert ist. Wir erleben ja gerade, dass es eine Obergrenze gibt. Die kann man Integrationsgrenze nennen. Das ist schlichtweg eine Belastungsgrenze, die die Kommunen gerade sehr stark spüren, die in unserer Gesellschaft inzwischen von allen erkennbar und auch akzeptiert ist. Und die kann man auch mit einer Größenordnung beziffern. Das geht um diese 200.000 Migranten, die man in der Lage ist, in unsere Gesellschaft auch entsprechend aufzunehmen, zu integrieren. Darüber hinaus wird es extrem schwierig. Da fängt die Belastung, die Überlastung an. Und deswegen haben wir die Bundesregierung, die jetzt seit Monaten dieser Überlastung zuschaut, auch angeboten, sie zu unterstützen in einem Deutschlandpakt, den der Bundeskanzler ja angeboten hat als Worthülse. Den haben wir mit Inhalt gefüllt und gesagt, ja, lasst uns schnell die Dinge machen, die wir gemeinsam machen können. Da geht es natürlich um den Grenzschutz auch der Binnengrenzen. Da geht es um den stärkeren Außengrenzschutz. Da geht es darum, dass wir bei den Verfahren beschleunigen. Da geht es darum, dass wir freiwillige Aufnahmeprogramme sofort beenden. Es gibt eine Vielzahl von Maßnahmen, die jetzt möglich sind, sichere Herkunftsstaaten zu benennen beispielsweise. Das passiert ja alles, ne? Das passiert ja auch alles. Beispielsweise Moldau, Georgien als Beispiel. Aber wo machen wir es doch mal konkret? Sie haben jetzt viele Sachen auch genannt. Ausbau von Grenzschutz, Abschiebungen, Rückführung, je nachdem, wie man das nennt. Was macht man denn dann mit dem 201.000. beispielsweise? Ist das nicht letztendlich dann das Ende des individuellen Asylrechts in Deutschland, wenn man das so umsetzt, wie Sie das fordern? Also erstmal, es passiert gerade nicht. Wenn es passieren würde, dann würden wir die 200.000 ja nicht erreichen. Das ist eine Richtgröße und wir müssen ein Maßnahmenpaket beschließen, dass es eben uns unterhalb dieser Richtgröße bleiben lässt. In der Vergangenheit ist das auch gelungen, aber die Ampel hat viele, viele Pull-Faktoren neu geschaffen, also Faktoren, die dafür sorgen, dass Menschen zusätzlich nach Deutschland und nach Europa kommen. Die Anziehungskraft, die Deutschland als Magnetwirkung auf die Welt hat, ist groß und die Faeser, Innenministerin, blockiert geradezu in Europa notwendige Maßnahmen. Das sieht man auch gerade jetzt. Diese Blockade wollen wir gerne auflösen. Deswegen unser Angebot, das als erstes mal jetzt umzusetzen, damit wir die Zahlen runterdrücken können. Sie wollen auch Geflüchtete beispielsweise einsetzen bei sozialen Arbeiten. Sie wollen beispielsweise auf Sachleistung als auf Geldleistungen stellen. Auch das ist ein Thema. Wie kann das konkret aussehen? Und was kritisieren Sie hier an dem derzeitigen Vorgehen? Die Anreize sind schlichtweg zu hoch. Wir sind eines der wenigen Länder in Europa, die auch abgelehnten Asylbewerbern die gleichen Leistungen geben wie die Asylbewerber, die einen positiven Bescheid bekommen haben. Dadurch bleiben wir unglaublich attraktiv innerhalb Europas, auch für alle abgelehnten Asylbewerber. Das mal zu beenden, das ist wäre eine wichtige Möglichkeit. Andere sagen uns, Arbeit muss angeboten werden, ja, aber wer die Arbeit verweigert, bekommt dann auch weniger Leistungen. Das sind notwendige Maßnahmen, wie zum Beispiel auch die Tatsache Sachleistung vor Geldleistung. Wir wissen, dass das Wirkung hat in anderen Ländern, also wollen wir es in Deutschland auch umgesetzt sehen. Sie haben Nancy Faeser angesprochen, die Innenministerin, die sagt, es muss eine europäische Lösung geben, denn Sie hatten ja auch gerade auch erwähnt, das Thema der Abschiebung ist ja eins, was nach wie vor schwierig ist. Die Länder, aus denen die Menschen kommen, nehmen diese auch abgelehnten Asylbewerber beispielsweise nicht auf. Das heißt, ist da überhaupt Deutschland alleine in der Position, diese Lösung zu finden? Braucht es da nicht einen Kompromiss in Brüssel? Wir wissen, dass beides notwendig ist. Deutschland und Frankreich müssen gemeinsam dafür sorgen, dass wir eine Lösung in Brüssel bekommen. Aktuell ist es ja so, dass Deutschland genau diese Lösungen blockiert. Europa wäre schon deutlich weiter gegangen in diesem Jahr, wenn nicht Frau Faeser im Bremserhäuschen sitzen würde. Und deswegen, ja, Deutschland kann mehr beitragen, damit wir Rückführungsabkommen bekommen mit anderen Ländern. Die Marketstaaten sind bis heute keine sicheren Herkunftsstaaten. In der Vergangenheit haben wir mal das Türkei-EU-Abkommen gemacht. Damals war die Bundesrepublik Deutschland maßgeblich dafür, dass das zustande kommt. Heute muss es Olaf Scholz machen, muss eine Bereitschaft haben, mit Frau von der Leyen dafür zu sorgen, dass wir mit anderen Ländern genau solche Abkommen bekommen. Sie waren ja in Ihrer Partei und Sie sind bekannt für die scharfen Worte, auch mit dem politischen Gegner. Sie waren auch Generalsekretär. Ihre Partei
Parteivorsitzende hat sich heute auch ganz klar nochmal neben der Ampel auch an den Grünen abgearbeitet, deutliche Kritik geäußert. Gerade bei dem Thema Migration, wo es ja sozusagen auch um Kernthemen geht, braucht es da nicht, wenn Sie gerade sagen, es ist so wichtig, dass man einen gemeinsamen Weg findet, nicht auch, ich sag mal, verbindende, brückenbauende Elemente? Oder ist das jetzt sozusagen auch dem Wahlkampf geschuldet, der jetzt hier in 2 Wochen dann am 8. Oktober für Sie sozusagen aus Ihrer Perspektive gut enden solle? Unser Angebot ist ehrlich an die Ampel, dass wir gemeinsam bereit sind, einen Pakt für Deutschland zum Stopp der illegalen Migration zu machen. Und ich stelle ja eher fest, dass es Stimmen aus der SPD, aus der FDP gibt, die sagen, ja, wir wären bereit, das zu machen, aber die Grünen sind die, die da nicht mit dabei sind. Und deswegen kann ich nur der Innenministerin Faeser sagen, befreien Sie sich vom grünen Gängelband. Es gibt eine Mehrheit im Deutschen Bundestag mit uns, diese Entscheidungen zum Stopp der illegalen Migration zu beschließen. Wir sind bereit dafür. Sie sollte diese Hand annehmen und nicht weiter auf die Grünen setzen. Das war Alexander Dobrindt. Ich sage danke für das Interview und die Einschätzungen zur Stunde hier auf dem Parteitag der CSU in München. Vielen Dank.